Tja, ich weiß nicht, was genau hier schief läuft. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Mal neu geladen, das Spiel neu gestartet und aus irgendeinem undefinierbaren Grund, ich laufe mal rückwärts hier, vielleicht bringt das hier irgendwas, ich reise in der Vergangenheit oder in der Zeit zurück in die Vergangenheit. Aber es gibt keine Kampffurien mehr für mich zum Kaufen hier. Egal was ich mache, Werwölfe gibt es genug bei Gideon Schloss zum Beispiel, aber hier Furien kriege ich irgendwie nicht mehr. Dann das irritiert mich dann doch. Das erste Mal war es ja noch so, ich musste einmal nur neu laden und dann plötzlich waren sie da und ich dachte, ja gut, dann mache ich das diesmal auch und was auch immer mit den Furien hier los ist. Aber nö, sie sind nicht gewillt. Mannweiber kann ich anheuern, das ist kein Problem, allerdings deren Reichweite ist ja nicht so dolle und die sind ja generell nicht so stark. Wa? Und warum soll ich dann mich mit denen zufrieden geben, wenn ich hier Furien eilig kriegen könnte, aber die wollen natürlich wieder nicht. Die wachsen einfach nicht nach. Die sind einfach ausgestorben. Kann ich sie zurücksetzen? Nö, kann ich auch nicht. Ich könnte das ja mal probieren. Ich könnte sie auch hier ablegen. Habe ich auch schon mal versucht, ob es dann geht. Ob dann die Furien wiederkommen. Aber das tun sie auch nicht. Also, ich meine, ich kann mir mal alle rausschmeißen. Vielleicht bringt das was. Ich schmeiß mal alle raus. Vielleicht ist das ja ein Problem für das Spiel, dass ich zu viele davon habe. Aber ihr seht, es tut sich nichts. Und selbst wenn ich speichere, schnell speichern, ins Hauptmenü zurückgehe und dann wieder lade, dann wird es neu geladen, dann ist es nicht. Also dann wird das Spiel neu geladen im Grunde genommen. Und man muss das ganze Spiel nicht unbedingt beenden. Aber selbst dann kommen einfach keine neuen Furien. Zum Glück habe ich noch den anderen Spielstand, wo ich meine Furien noch habe, weil loswerden möchte ich die jetzt definitiv nicht. Die will ich auf jeden Fall behalten. Aber dennoch ist es ja so, dass Furien wohl Mangelware sind und als solches habe ich meine stärkste Streitmacht hier gar nicht zur Verfügung. Oder kann gar nicht aufrüsten, wobei ich noch 779 Autoritätspunkte hätte, die ich da rein investieren könnte, aber es ist wohl nicht gewollt. Gut, dann machen wir folgendes, wir erledigen erstmal Gideons Aphorismus. Wir kennen ja die drei ollen Zaubersprüche, in bonum veritas oder wie das hieß, und als solches können wir jetzt ja hier auch diese Quest erledigen. Dann gibt es hier auch noch das kleine Lager mit den Leuten, die sich uns nicht anschließen wollten. Die können sich jetzt gerne anschließen, weil ich habe ja anscheinend sowieso Autoritätsüberschuss sondergleichen. Stahlberg, da ist jetzt ja hier Dingenskirchen. Nicht wahr? Frederick? Habe ich ihn geparkt? Ich habe es wieder vergessen. Ah, da ist er. Okay, das Schiff ist nur nicht da. Frederick selbst ist da, aber das Schiff nicht. Na gut, muss ich mit leben. Ja, Stahlberg ist ja schon lange befreit worden. Vielleicht klappt das ja mit den Furien wieder, wenn ich dann diese Sachen hier erledigt habe oder sowas. Vielleicht ist das questabhängig oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir hier wieder mit den Riesenaufzügen nach oben fahren und dann eben mit den Leuten da im Zeltlager quatschen. Fahren nach oben. Und da sind die Riesen irgendwo. Da. Da sind sie und harren ihrer Befehle. Und da ist das kleine Lager. Und ja, zur Pyramide gehen wir hin, wenn es dunkel ist. Nur dann funktioniert nämlich dieser olle Zauberspruch, da, der da durch In Bonum Veritas ausgelöst wird. Oder In Bonus Veritas, In Bonum Veritas, Neutrum, Genitativ, Maskulinum, was auch. Egal. So, ich lasse es lieber. Ah, das ist ja noch eine Truhe. Schick. Ihr seht aus, als ob ihr viel kämpft. Ja, die guten alten Zeiten. Schließt euch meiner Armee an. Ich kann erfahrene Kämpfer gebrauchen. Heute ist euer Glückstag. Ich bin das nichts tun leid. Ich bin jederzeit bereit. Tja, jetzt hat sich ein Pilger uns angeschlossen. Stufe 17 Einheit, langsam und kann zaubern. Brauche ich nicht. Tschüss. Kann ich hier was anheuern? Was ist das denn? Hier eine Hexe? Ich brauche Magier. Schließt euch mir an. Ihr werdet jede Menge Praxis bekommen. Ja, jetzt nicht mehr. Es ist nicht mehr viel übrig. Praxis, kämpft ihr viel? Zu viel. Eure Worte machen Sinn. Also gut, ich bin einverstanden. Jetzt machen meine Worte Sinn. Tja, das ist eine Zauberin, Stufe 13. Weg damit. Brauche ich auch nicht mehr. Was haben wir hier? Schließt euch mir an. Ich kann euch eine Menge heftiger Kämpfe bieten. Haha, klingt gut. Ich bin dabei. Ja, uns hat sich ein Borea angeschlossen. Ein Stufe 14 Verteidiger mit viel Rüstung, mit viel Gesundheit und einigermaßen Schaden, aber er ist langsam und deshalb. Tschüss, du Henkersmann. Wer bist du? Könnt ihr gut mit dem Bogen umgehen?
Ah, ich schieße ein Eichhörnchen ins Auge aus 100 Metern Entfernung. Was macht ihr an diesem gottverlassenen Ort? Schließt euch mir an. In meiner Armee findet ihr bessere Verwendung für eure Talente. Hm, warum nicht? Ein Königsschütze. Wisst ihr was? Den kann ich noch mitnehmen. Immerhin ist es Stufe 12, schnell und hat immerhin einen ebenso großen Fernkampfangriff. Nur sein Schaden ist nur ein Viertel dessen, was seine Furie kann. Was mit dir, Kämpfer? Wenn ihr mir anständige Kämpfe versprecht, bin ich dabei. Ich bin ein Zwerg mit einer Pfeife. Abgemacht. Und ein Tangar hat sich angeschlossen. Wunderbarer Name für einen Zwergenkrieger, ein Tangar. Mittlere Geschwindigkeit, erstaunlich schnell. Schussweite ist aber nur 8, also Nahkampf. Und er schleudert dann seine Axt. Im direkten, also im Fernkampf ist sein Schaden 163, aber im Nahkampf weniger. Und immerhin hat er etwas Rüstung und einigermaßen Gesundheit, aber im Großen und Ganzen kann ich darauf verzichten. Wer bist du denn, Ork? Schließt euch mir an, viel kämpfen, ja! Und ein Zagdahar hat sich angeschlossen, aber die habe ich ja schon in Anatar rausgeworfen. Immerhin sind sie sehr schnell. Und von mir aus kann er irgendwo reinrennen oder sowas. Immerhin macht er 209 Schaden. Wen haben wir sonst noch hier? Ich brauche einen Magier, schließt euch mir an. Warum sollte ich das tun? Wenn ihr mit mir reist, findet ihr neues Wissen. Ich bereise alle möglichen Orte. Habe es schon getan. Ich finde oft alte Schriftrollen und Manuskripte. Nein, eure Armee ist voll besetzt. Also, na gut, dann schmeiße ich die halt wieder raus. Was soll's? Ja gut, auch den Königsschützen, der ist auch popelig. Einfach nur, um das Lager hier leer zu machen. Sprecht nicht weiter, ich komme mit euch. Ja, jetzt kommt er mit uns. Es ist ein Ketzer, Stufe 15, aber auch langsam und Zauberkraft ist 183. Damit hat er noch nicht mal so viel wie Raphael und ich brauche ihn nicht. Wer bist du denn? Dann solltet ihr euch mir anschließen. Ich verspreche euch Kämpfe, die euch zur Legende machen. Wenn das war's, schließe ich mich euch an. Ein Spitzenkämpfer, schnell, hat sich angeschlossen. 497 Schaden und gute Rüstung und gute Gesundheit. Also, finde ich gar nicht mal so verkehrt hier jetzt alles in allem. Ich teile die Truppen noch ein bisschen auf. So, sah schon mal besser aus, würde ich sagen, aber was soll ich tun? Naja, gut, die Truhe machen wir auf jeden Fall auf und erhöhen dadurch unsere Autorität wieder mal. Und haben 747 jetzt. Aber ich habe ja auch einen Spitzenkämpfer mitgenommen, der mich ganze 128 Autorität kostet, also nur unwesentlich weniger als eine Furie. Dafür ist er auch ein Nahkämpfer mit entsprechend viel Schaden im Nahkampf und einer, nee, noch nicht mal besseren Rüstung tatsächlich. Nur seine Gesundheit ist um ungefähr 100 höher, aber daran sieht man wieder, wie gut Furien sind. Dass sie sogar einen Nahkämpfer sozusagen eigentlich ausstechen, also im alles in allem sowieso, aber selbst im Nahkampf sogar. Und jetzt nochmal ein Schwertaltar, den ich bislang in Ruhe gelassen habe. Wir erhöhen unsere Autorität. Nochmal um 96. Es ist nicht so, dass ich nicht genug Autorität hätte. Jetzt fehlen mir die Furien. Getreu nach dem Motto, irgendwas ist immer. Da ist Amas. Und ich glaube, da geht es ja auch zum Turm, genau. Ist da auf der Plattform noch irgendwas Interessantes? Aber da komme ich gar nicht hin, so wie es aussieht. Das ist alles viel zu steil mal wieder und daran erkennt man sofort, dass es da nicht weitergeht für uns. Okay. Ich würde mal sagen, hier ist die einsame Hütte. Da geht es rüber zu Conrads Schloss. Hier könnten wir runtersegeln nach Amaz. Das verlassene Haus. Keine Truhe hier oder sonst was? Nö. Okay, dann halt nicht. Wenn wir halt, da es auch langsam dunkel wird, rüber zum zur Pyramide und holen uns da eigentlich diesen Gideons Aphorismus Quatsch. Sehe ich noch eine Truhe? Derzeit nicht. Der Wald ist auch sehr dicht. Dann geht's bald nach Eirath. Vielleicht gibt es dort ja Furien dann zu kaufen, weil irgendwie das dumpfe Gefühl, hier sind sie alle schon ausgestorben oder ausgebüxt oder wie auch immer man das nennen mag. So. Wo
ist denn hier der Aufstieg? Erstmal wieder über die Brücke drüber. Natürlich in einem Schritt. Wups. Drüben sind wir. Oh, da ist noch eine Truhe. Auch noch ignoriert. Lohnt sich jetzt. Ist gut möglich, dass ich noch mehr übersehen habe. Aber ja, jetzt schließen sich uns all die Leute aus dem Söldnerlager da an. Sonst hätte ich... Ich hätte natürlich auch jederzeit da hingehen können, um zu sehen, welche davon sich mir anschließen. Inzwischen und so, aber pff, ganz ehrlich, die meisten waren sowieso nichts, was ich hätte mitnehmen wollen, wirklich. Also zu der Stufe, spätestens wenn man Furian anheuern kann, ist das alle, ist eigentlich nahezu alles obsolet geworden, meines Erachtens. Da tut man sich dann keinen Gefallen. Oh, wahrscheinlich muss ich einfach nur zum Teleporter, der dem am nächsten ist, und dann geht's dann hier hoch. Macht Sinn, dass hier ein Teleporter ist. Es ist noch nicht dunkel, es passiert hier noch nichts. Dann schaue ich nochmal, ob hier noch irgendwo eine Truhe ist. Ein Teleporter war hier. Geysire sind hier in Conrads Landen, in der Nähe von Jagddorf. Auch mal wieder da gewesen. Aber es sieht ganz friedlich aus hier. Okay, dann nehmen nicht. Dann nehmen wir einen anderen Pfad. Wenn uns die Baumstämme hier nicht, der Mammutbäume nicht im Weg liegen würden. Auch wieder diese mysteriöse Hütte, die keinen Bezug zu irgendwas hat. Sie ist einfach nur ein Objekt. Was ist denn hier? Da im... Ne, hier ist die Bärendame nicht. Da liegt ein toter Bär nach wie vor. Die Bärendame haust dort, in dem Gebiet. Ich suche einfach nur ein paar Truhen, falls wir welche finden könnten. Falls ich welche übersehen haben sollte, tut es mir leid, dann hole ich das jetzt nach. Schmied? Nö. Schmied sieht nicht so aus, als hätte er welche. Heilerman sieht auch nicht so aus, als hätte er welche. Das Bierfest haben wir hinter uns. Da ist die Truhe, okay, alles klar. Dann haben wir das doch schon. Hat sich das alles schon erledigt? Ja, für euch Popelschützen werde ich nicht mehr nehmen. Darauf könnt ihr lange warten. Das hat sich ausgepopelt. Ah, Grizzlybären könnte ich mitnehmen. Hm. Aber alles in allem. War hier im Waldabschnitt noch etwas? Das könnte ich mir höchstens vorstellen, dass ich das noch hier da gelassen hätte. So ein bisschen näher ranzoomen, aber hier sind auch schon tote Wölfe und alles von der Albert-Rettung. Als wir Albert hier aus dem Waldstück gerettet haben, und ich glaube, mehr ist hier auch nicht. Wir sind vielleicht in der Nähe von... Na, da war eine Truhe, aber die habe ich auch schon aufgemacht, alles klar. Nö, ja, damit hat sich das erübrigt. Hm? Okay, es ist Nacht, ich habe keine Ahnung, ich gehe mal zum Wirt. Von Hunterville. Das Jagddorf. Kann ich hier rasten? 3 Stunden. Okay, es ist dunkel und oh Gott, die Nacht neigt sich schon dem Ende zu wieder. Also muss ich nochmal zur Pyramide jetzt schnell hin und da mal gucken. Das ist da klappt jetzt. Dunkel genug ist es ja noch. Aber vielleicht ist es auch schon wieder zu hell geworden. Ja, wann erwische ich denn die richtige Zeit? Also es macht ja Sinn, dass es hier ist, weil... Wann sollte es sonst sein? Oder wo sollte es sonst sein, oder? Okay, dann warte ich nochmal, was weiß ich, 12 Stunden erstmal und dann nochmal 6 Stunden. So, es ist Tag und 6 Stunden.
jetzt spät genug? Ich habe keine Ahnung. Sieht ja noch nicht dunkel genug aus. Also benutze ich das Portal. Ich kann mich auch selber teleportieren. Ich bin nicht auf das Portal angewiesen. Was muss ich hier machen? Wann erwischt? Ja, es muss genau Mitternacht sein anscheinend. Und ich weiß nicht, wie spät das hier eigentlich ist. Also das ist, steht das irgendwo? Sehe ich zum ersten Mal irgendwo die Uhrzeit? Warten wir nochmal 3 Stunden. So, wenn das nicht dunkel genug ist, dann weiß ich auch nicht. So. Das ist wohl das Schwierigste an dieser ganzen Mission hier. Dass man den richtigen Zeitpunkt abpasst. Ha. Tja, und jetzt? Habe ich was vergessen? Jetzt muss ich nur noch die Stufen der Pyramide um Mitternacht betreten und den magischen Satz sprechen. Na gut, das will ich ja. Und wie komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Wo ist der Aufgang? Das sind ja die Treppen. Ich meine, die sind riesig. Viel zu riesig, als dass wir sie besteigen können eigentlich. Also Alexander der Penner, aber trotzdem. Muss doch hier der Aufstieg sein. Was ist das hier für eine Blockade? Oder ist einfach noch nicht Mitternacht genug? Dann laufe ich halt wieder zurück. Eieiei. Dass das hier zum schwierigsten Teil der ganzen Mission wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, wir rennen hin um Mitternacht oder so, oder ungefähr zur Mitternachtszeit und dann ist gut. Anscheinend ist das wohl zu naiv gedacht von mir. Das wäre viel zu einfach. Das wäre viel zu einfach, Junge. Geht doch nicht. So, was los? Komme ich da jetzt hoch? Nein, 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 nein. Ich kann klicken, was ich will. Ich habe auch keinen Zauberspruch, der mich irgendwie größer macht oder sowas. Wenn ich mal auf die Karte gucke. Der Eingang ist im Süden, laut der Karte. So sieht es zumindest aus, aber das muss ja nichts heißen. Denn hier ist einfach nur eine glatte Fläche. Hier ist keine Treppe oder sowas. Da ist ein Felsen. Ja, schön. Da ist auch noch wieder Felsen. Wo ist der Mond? Wie spät ist denn das? Ich wünschte, ich wüsste, wie spät das eigentlich ist hier. Vielleicht ist die Nacht auch gerade erst reingebrochen und ich bin viel zu früh. Soll ich nochmal eine Stunde warten, dann hangel ich mich langsam so vor. Ich meine, was anderes bleibt mir kaum übrig. Wenn Alexander mal wieder zu dusselig ist, hier die Uhrzeiten zu lesen. Oder ich bin zu dusselig, das kann auch sein. Ich meine, ich übersehe es einfach nur. Momentan habe ich keinen Indikator. Und es ist schon wieder Tag geworden, seht ihr? Das war auch Quatsch. Also ich war schon wieder zu früh da eigentlich. Und wenn das hier morgens ist, dann müsste es doch denn jetzt hier abends sein oder so. So. Ich bleibe 3 Stunden. Sehe ich einen Mond aufgehen? Ich sehe keinen Mond aufgehen. Ich bleibe noch 1 Stunde. Der Mond da? Wo ist der Mond?
So, jetzt ist es dunkel geworden. Die Sterne sind zu sehen. Und da ist der Mond. Okay, alles klar. Ich nehme das mal als Indikator dafür, dass hier zumindest irgendwie Nacht ist jetzt. Und dass man es dann wohl versuchen könnte. Und sonst eben so lange, bis es passt. Ja. Jetzt geht das. Kaum ist der Mond aufgegangen, geht das. In Ordnung, hier bin ich also. Aber wie sage ich sie? Die Worte. Veritas in bonum, ne. In bonum veritas, ne. Bonum in veritas, also das hier ist richtig. Warum sage ich ne? Bonum in veritas. Was habt ihr getan, Reisender? Ihr habt den Zauber falsch ausgesprochen. Jetzt ist mein Geist gefangen und ihr werden sterben. Ihr werden sterben? Wer seid ihr? Oder was seid ihr? Ich bin der Geist eines Ma... Genug, ihr habt uns mit unserem Zauber unterbrochen, Mann. Dafür werdet ihr sterben. Verdammt! Oh, ein Kampf. Okay, wer ist denn das? Das ist wohl der Sensenmann himself in der Armee. Okay, warum sollte ich jetzt diesen Kampf hier machen müssen? Das sind Kadaver, Zombies auch noch. Aber was bist denn? Was ist der denn hier? Das ist Seuche. Er hat 1632 Intelligenz, 836 Gesundheit, keine Rüstung, 388 Schaden und eine mittlere Geschwindigkeit. Aber Zauberkraft ist immerhin 612. Aber hier mit den Amazonen kann ich den Tod- oder Seuchenmann beseitigen und der Rest ist auch kein Problem. Selbst diese Wiedergänger hier mal wieder da sind auch kein Problem. Im Großen und Ganzen... Ah, jetzt sehe ich ihn auch. Ach, oder ist er noch ein Überbleibsel von vorher? Also als ich dann hier das hier ausgelöst habe, muss ja. Zack. Okay, wartet mal. Das wird mir jetzt ein bisschen obskur hier. Okay. Okay. Dann kommen wahrscheinlich, wenn ich die falsch ausspreche, kommt wieder der Seuchenmann und wir müssen Untote bekämpfen und die Quest ist nicht erledigt. Also vom kleinsten Wort zum längsten Wort in Bonum Veritas. Gott sei Dank! Endlich frei! Wer seid ihr oder was seid ihr? Ich bin der Geist eines Mannes, jetzt kann er es aussprechen, dessen Name euch nichts bedeutet. Toll. Ich war ein Grabschänder, aber ich hatte Pech mit einem Grab. Ich habe keine Schätze gefunden und mehr noch. Ich bin in eine magische Falle geraten und einem alten Zauber zum Opfer gefallen. Nach meinem Tod wurde mein Geist für immer hier gefangen. Aber ihr habt die richtigen Worte gesprochen und jetzt bin ich frei. Woher kam dieser Zauber? Oh, das haben wir meinem Freund und Partner Gideon zu verdanken. Er hatte mehr Glück als ich und hat es lebend aus dem Grab geschafft. Er hat viele Jahre nach einem Gegenzauber gesucht, um meinen Geist zu befreien. Er hat ihn schließlich gefunden, aber leider zu spät. Er starb, bevor er den Zauberspruch aufsagen konnte. Und die Legende? Gideon wusste, sein Tod war nah. Und für diesen Fall hat er das Gerücht verbreitet, dass jeder, der den Zauberspruch aufsagt, Kräfte erlangen würde, die nicht für Sterbliche zugänglich sind. Gideon dachte, dass einer seiner Lehrlinge auf der Suche nach diesen Kräften den Zauber aussprechen und mich befreien würde. Lass mich raten, es hat nicht funktioniert. Ja, Gideon lag falsch. Seine gierigen Lehrlinge konnten sich nicht einig werden und begannen miteinander zu kämpfen. Jeder wollte die Macht für sich selbst. Gideons Manuskripte wurden geraubt und die Legende wurde von neuen Geschichten überwuchert. Verdammt, ich habe so viel Zeit verschwendet. Für nichts. Es tut mir leid. Der Zauber, den ihr gesprochen habt, diente nur dem Zweck, meinen Geist zu befreien. Aber es ist nicht alles verloren. Selbst als Geist kann ich mich euch erkenntlich zeigen. Wenn ich gehe, überlasse ich euch meine Kräfte. Ihr müsst nur entscheiden, wie ihr sie einsetzen wollt. Und bis dahin, lebt wohl. Sie fühlen, wie seltsame Mächte sie erfüllen. Ja, und jetzt können wir uns aussuchen, ob wir Autorität, Gesundheit, Schlagkraft erhöhen wollen. Der Geist verschwindet einfach mal so zwischendurch. Auch nachdem man das Spiel neu geladen hat. Intelligenz, magische Kräfte und Schlagkraft oder Autorität, Intelligenz und Rüstung erhöhen. Also ich würde mal sagen, dann machen wir Intelligenz, weil eigentlich will ich dann... Die Reihenfolge ist ja eigentlich, meine Prioritätenreihenfolge ist Rüstung, Autorität und dann Gesundheit oder sowas oder magische Kräfte. Aber hier habe ich dann mit zwei und bei den anderen hätte ich immer nur eins. Hier hätte ich nur magische Kräfte, was ich haben will und hier hätte ich dann eigentlich nur Autorität und Gesundheit. Also zwischen 1 und 3 könnte man sich wohl entscheiden, weil Autorität ist nach wie vor das Wichtigste. Und aber Rüstung ist so selten zu kriegen sonst und deshalb nehme ich das. Damit erhöht sich die Autorität um 96, die Intelligenz um 192 und unsere Rüstung um immerhin 47. Damit haben wir eine Rüstung von 271 insgesamt. Und das war Gideons Aphorismus. Tja. Und ansonsten muss man halt gegen solchen Mann kämpfen. Das war auch ganz nett, aber ich nehme lieber diese Belohnung. Und das war die Quest.
Eine riesige Pyramide unweit von Conrads Schloss erweckte mein Interesse. Ein Magier aus dem Schloss erzählte mir, dass sich eine uralte Legende darum rankt, die besagt, dass wenn man die Stufen der Pyramide um Mitternacht betritt und die magischen Worte spricht, mit einer für sterbliche Menschen ungeahnten Kraft gesegnet wird. Ich habe einen anderen Zauberer bzw. eine Zauberin gefunden, ja, je nachdem, mit wem man zuerst gesprochen hat, gefunden, die ein Wort aus Gideons Aphorismus kennt. Sie versprach mir, das Wort zu sagen, wenn ich einen Werwolf für ihre magischen Experimente bringe. Inn ist das zweite Wort, das ich kenne. Und der Satz, den ich brauche, besteht aus drei Worten. Den Magiern ist er als Gideons Aphorismus bekannt. Veritas ist eins der Worte aus Gideons Aphorismus. Ein Magier, den ich einst kannte, erzählte mir von diesem Aphorismus. Das kürzeste Wort steht am Schluss, das kürzeste Wort steht am Anfang, das längste am Schluss. Und ich habe ein weiteres Wort aus Gideons Aphorismus gelernt, es lautet Bonum. Ich kenne nun alle Worte aus Gideons Aphorismus. Jetzt muss ich nur noch die Stufen der Pyramide um Mitternacht betreten und den magischen Satz sprechen. Sobald ich die Worte aussprach, erschien ein unbeschreiblicher Geist vor mir. Die Legende von Gideons Aphorismus erwies sich als Schwindel. Gideon ersann diesen Zauber, um den Fluch vom Geist seines verstorbenen Freundes zu nehmen. Natürlich würde ich nicht mit für sterbliche Menschen ungeahnten Kräften gesegnet. Trotzdem erhielt ich meine Belohnung. Als er befreit war, übertrug mir der Geist seine Kräfte. Ein wirklich unschätzbares Geschenk. Tja. Und das war's. Tja, wir haben den Geist befreit. Es war also nur ein Trick, um diesen Geist hier zu befreien, was Gideon selbst nicht mehr geschafft hat. Und seine Lehrlinge waren zu gierig oder zu blöd und haben sich lieber selber gegenseitig bekämpft und sind alle darauf reingefallen, dass es angebliche Kräfte geben soll. Aber hätte Gideon mal gleich gesagt, zumindest seinen Lehrlingen, dass das Ganze nur Hokuspokus ist, aber er hat auf die Gier der Menschen gesetzt und die Gier hat es dann letzten Endes ruiniert. Das ist eine Lektion fürs Leben, würde ich sagen. Was ist denn, wenn wir hier, auch wenn ich die erste Wahl nehme, dann kommt auf jeden Fall dieser Kampf. Wir kriegen trotzdem Erfahrung. Und ja, ich dachte, vielleicht gibt es noch einen anderen Kampf oder eine andere Art und Weise, wie es abgeht oder so, aber es ist schlicht und ergreifend dasselbe hier. Dieselben Mechanismen greifen hier und derselbe Kampf gegen Haufen Zombies, Kadaver und Wiedergänger, die schon seit eh und je keine Probleme mehr darstellen, aber es sind immerhin zahlreiche. Warte, einfach Feuerball. Was auch immer. Da können wir mal einen unserer Superzauber einsetzen. Blitz zum Beispiel. Ah, der tötet hier alle. Was ist mit unserem Erdzauber? Meteoriten. Tötet auch alle, ja. Ich dachte, vielleicht werden noch mehr getroffen, aber das ist wohl nicht der Fall. Und nur 24 Schaden machen die, also, oder Lebenspunkte haben die, also das sind Kadaver. Und die anderen haben noch weniger, das sind Zombies. Und die sind alle super langsam. Kadaver immerhin 6er Geschwindigkeit, so wie ich das noch weiß. Toll, sie haben alle Pfeile im Kopf, die sind alle auf dieselbe Art gestorben. Die Kadaver indes sind, noch nicht gestorben jetzt aber. Alle wegschießen. Na gut, das lohnt sich auch schon nicht mehr. So, das war der Kampf. Was passiert jetzt? 4790 Abenteuerpunkte gibt es dafür. Und der Geist verschwindet und die Quest gilt als wahrscheinlich gescheitert. Ups, scheinbar habe ich die Worte in der falschen Reihenfolge gesagt. Klaatu, Verata, Piktu. Okay, die Reihenfolge stimmt, aber das Piktu nicht. Ja. Sobald ich den Zauber ausgesprochen hatte, erschien ein unbeschreiblicher Geist von mir, gefolgt von der Armee der Untoten. Ich vermute, dass sie einst die Wächter dieser Grabstätte waren, oder Grabräuber, oder beides. Beides. Mit viel Mühe überlebte ich den Kampf, aber ich wurde nicht für sterbliche Menschen ungeahnten Kräften gesegnet. Nach dem Kampf probierte ich die Worte in einer anderen Reihenfolge aus, doch es zeigte keine Wirkung. Offenbar habe ich meine Chance vertan. Tja. Daran sieht man, man sollte es richtig machen und dann
kriegt man auch die entsprechende Belohnung. Ja, und das war Gideons Aphorismus. Dann haben wir das schon mal durch. Und als nächstes versuche ich es nochmal bei Diana. Vielleicht sind sie in der Nacht ein bisschen williger, sich mir anzuschließen, oder tauchen überhaupt welche auf. Vielleicht liegt es auch an der Uhrzeit. Das wäre eine interessante Erkenntnis jetzt für mich. Ich dachte, Truppen sind eigentlich immer da, aber... Ja, tatsächlich, jetzt tauchen sie auf. Verrückt, oder? Tauchen sie nur nachts auf? Jetzt sind es auch schon wieder drei da und... Sauber. Da kann der Rest ja da rausgeschmissen werden hier. Mehr Spitzenkämpfer, den brauche ich nicht. Ja, grunzt du nur. Das ist nicht so schlimm. Hauptsache, ich kriege meine Furien. Ha, anscheinend auch des Nächtens. So, jetzt habe ich wohl genug. Acht, acht, acht. Und, ja gut. Machen wir es anders. Schieben da mal noch eine dazu. So. Jetzt glaube ich, habe ich eine schöne Truppe. Und jetzt, wo ich schon mal hier bin, werde ich einfach so oft das die anklicken, bis hier wirklich die Kampfschule voll ist. Weil jedes Mal, wenn ich sie jetzt anklicke, tauchen da zwei, drei neue auf. Und für den Fall, dass ich beim nächsten Mal nicht wieder mit zur richtigen Zeit auftauche, oder werde ich da so oft jetzt reingehen. Aber es tauchen hier nur maximal acht auf. Vielleicht ist der Zeitraum auch schon wieder vorbei oder was? Keine Ahnung. Es scheint ja auch wieder Tag zu werden. Aha, dann ist es das. Also des Nächtens muss man kommen. Vielen Dank, Gideons Aphorismus. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Hui. Aber dafür, damit haben wir jetzt hier, ja, über 50, nicht noch mehr. Ah, doch. Also gut und gerne, 50 sind es nicht ganz, fast 50 Furien. Das ist eine riesen Streitmacht. Und, gehen wir zu Artus und besorgen uns da eben hier den letzten Boni von Artus himself, der sich uns dann ja anschließen wird. Denn jetzt ist Edward tot und ich glaube, den Dialog hatten wir schon mal mit ihm. Er ist auf jeden Fall jetzt hier bereit, sich uns anzuschließen. Seid gegrüßt. Die Götter haben ihr Urteil bereits gefällt und ich habe gegen Edward gewonnen, gekämpft und gewonnen. Betraue ich das zu hören, bla bla. Und wir kriegen Erfahrungspunkte. Vereinigung Ogantas ist aber auch beendet, weil Ogantar jetzt ja vereinigt ist unter unserer Flagge. Wir können Drachentöter anheuern, Stufe 27, kosten aber 190 Autorität, sind schnell, aber im Großen und Ganzen, ja, sie können Fernkampf, beherrschen sie auch, aber ich habe Drachentöter schon in Anantar besiegt und da waren sie nicht so spektakulär. Und, müsste ich nicht eigentlich noch einen Bonus kriegen von ihm jetzt? Eigentlich schon. Aber ich habe keinen gekriegt. Warum kriege ich denn jetzt keinen Bonus von ihm? Was soll der Unsinn?